Hallo und willkommen zum letzten Grand Prix heute in Miami und in der Zwischenzeit ist was passiert und zwar hat sich mein Originalspielstand verabschiedet. Ich wollte eigentlich einen genau gleichen Grand Prix aufsetzen, damit ich das KI-Level nochmal einstellen kann, weil die KI ist ein bisschen zu beefig und überpowered in Stadtrennen im Vergleich zu normalen Rennen. Ja, und dann hat sich der Original-Grand Prix verabschiedet. Das heißt, wir haben jetzt einen komplett frischen mit nur Miami drin und ich würde sagen, den richtigen Grand Prix hat Verstappen gewonnen. Wer auch sonst und wer auch immer hier gewinnt, entscheidet die Vize-Weltmeisterschaft. Es sei denn, es ist Verstappen, aber das werden wir sehen. So, ich habe mehr als genug gesagt. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Und dann erfahren wir natürlich wieder schöne Dinge über die Strecke in Miami. Da werde ich nicht reinlabern. Vorweg noch, ich habe mich als 20. qualifiziert. Also das wird heute Ich eine begrüße Sie Leistung, heute auf aus Platz dem 1 zu Miami fahren. International Autodrome. Das Hard Rock Stadium hier ist eine berühmte Mehrzweckarena für Sport- und Unterhaltungsevents. Hier gab es schon Super Bowls, Baseball, World Series, Rockkonzerte und jetzt auch die Formel 1. Eine Runde beim Großen Preis von Miami ist 5,4 Kilometer lang und führt uns um das Hard Rock Stadium herum. Unsere Fahrer müssen sich auf 19 Kurven und knappe Rad-an-Rad-Duelle einstellen. Na, hoffentlich. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und daneben steht Fernando Alonso. Im Rest der Startaufstellung Yay, Alonso, wieso hast du kein Bild? Russell, Hamilton, Leclerc, Perez. Interessant, die haben alternieren Norris, kein Bild, das Spiel Albon, buggt schon wieder. Gasly, Ocon, Oscar Piastri, Tsunoda, Bottas, Stroll, Magnussen. Ab und zu gibt's wohl beide. Hülkenberg, Ricardo, Sargent und Carlos Sainz ja, da bin startet ich. Aus der letzten Reihe. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Natürlich Carlos. Wir müssen gewinnen. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht? Oh, frag doch nicht jedes Mal das Gleiche. Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Ja. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren Lass sich dir alle mal auf neue den Moment, Sprüche ausfallen. Das sagst du bei jedem einzelnen Grand Prix. Hätte es auch wegdrücken können. So, Rennstrategie. Es regnet gegen Ende des Grand Prix. Dann würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall den Einstopper, weil beim Zweistopper habe ich kurz bevor es anfängt zu regnen, würde ich nochmal wechseln. Das ist dämlich. Einstopper ist, dann wollen wir starten. Natürlich mit der Einführungsrunde. So, Lenkrad lenkt rum, so soll das sein. Dann müssen wir warten, bis alle 19 vor uns mal so langsam ihren Arsch in Bewegung gesetzt haben. So. Der Startplan sieht gut aus, aber wir müssen uns das Getriebe ansehen, also schalt in jeden Gang, wenn möglich. Die ja, ja, mach etwas ich. Zu tun bekommen, also lass sie arbeiten und wärm bitte die Reifen auch gleich auf. Ja, das ist nicht mein erstes Rodeo hier. Aber mein erstes Rodeo in Miami. Die Übungsrunden haben aber ganz gut geklappt. Mal schauen, wie es läuft. Ist zwar stellenweise eng, aber jetzt auch nicht so eng wie Aserbaidschan. Schon gar nicht so eng wie Monaco. Das fahre ich nicht. Nur unter Zwang. Ja, da ist das Rennen so schnell vorbei bei mir immer. Deswegen hoffe ich, dass es in Miami nicht der Fall ist, weil ein bisschen Platz hat man ja. So, jetzt müssen wir aber uns darauf konzentrieren, dass die Reifen hier schön am besten gleich in den roten Bereich kommen. Weil am Startpunkt stehen wir ja ein paar Sekunden, da kühlen die ja wieder aus. Gut, das trifft uns als 20. jetzt am wenigsten, weil wir eben als letztes ankommen. So ein armer Verstappen, der muss da schon halbe Minute warten, bis sich alle hingestellt haben. Der hat dann so kühle Reifen, dass wir ihn direkt beim Start kassieren können. Das ist doch mein Plan für heute. Gleich beim Start 19 Leute auf einmal überholen. Ohne das Auto zu beschädigen. Oh, da staubt's aber ganz schön bei den Jungs hier. Ist die Strecke wohl ein bisschen dreckig noch? Vielleicht gibt sich das ja in den laufenden Runden.
So, schön hier alles zum Glühen ging. Vielleicht auch so cool, dass die Bremsen wirklich Feuer fangen. Finde das immer beeindruckend, wenn sie dann irgendwie zum Boxenstopp reinkommen und die Bremsen tatsächlich ja, real brennen und dann weiterfahren müssen, um die zu kühlen. Das ist, würde ich sagen, was ziemlich Tolles für mich. Generell bin ich ein Fan von Feuer und ein bisschen rumzündeln. War ich zumindest als Kind. Nur im hauseigenen Grill, nicht im Haus. Es sollte alles passen. So, dann kann ich mir ja ein bisschen Zeit lassen, hier noch ein bisschen schön aufwärmen. Das muss nämlich jetzt ein wunderbarer Start für uns werden. So, die stehen alle. Dann wollen wir mal schauen. Nee, Sergeant steht auch noch nicht. Nein! Wieso stehe ich nicht optimal? Na gut, Batterie ist an. Ampeln sind aus. Los geht's. Komm schon, der Start sieht gut aus. Nein, Ricardo, da wollte ich hin. Da wollte doch ich hin. So, Auto heil lassen, Auto heil lassen, Auto heil lassen, Auto heil lassen. Oh, wir sind ordentlich nach vorne gekommen, muss ich sagen. Und das bis jetzt noch mit einem lebenden Auto. Das ist doch schön. Muss hier nur aufpassen, dass das Auto auch am Leben bleibt und ich nicht ins Stroll reinkrache. Oder in eins der vielen anderen. Na, da hat mein Spiel aber kurz gehangen. Warum auch immer. Hoffen wir mal, dass das einzige Stelle... Hey! Schön ruhig bleiben, Tsunoda. Das wäre beinahe schief gegangen. Lass mich doch vorbei, du bist doch schon langsam. So, Bottas ist vor uns. Da hat er mich aber schön ausmanövriert. Da habe ich die Kurve nicht bekommen und dann schwuppsdiwupps war der Platz wieder weg. Nee, scheint immer noch zu stauben an der Stelle. Interessant, so. Ich mache Batterie am besten. Oh, lass mal sie an. Komm mal vielleicht an Tsunoda jetzt noch vorbei. Nein, mein Einsatzlimit ist erreicht. Aber, ach, der will die Innenbahn. Gönnen wir sie ihm. Vielleicht kriege ich dann einen besseren Exit. Na, zumindest Platz habe ich ihm diesmal gelassen. Aber wir sind vorbei. Hat wohl nichts gebracht, sein Verteidigungsmove. So, Batterie kommt erstmal aus. Und Valtteri wird überholt, auch ohne Batterie. So. Das sieht doch gut aus, schon in den Top 10. Jetzt muss man nur noch uns weiter vorkämpfen und vor allem... Damit liegst du einen Platz weiter vorne. Boah, wenn ich einen überhole, liege ich einen Platz weiter vorne. Das hätte ich jetzt auch noch zusammenbekommen. Wollte gerade sagen, wir müssen nur noch den Rest überholen und dann vor allem das Auto heil lassen. Und dann noch die anderen 27 Runden fahren. Ja, schaut mal, schnellster erste Sektor von allen. So soll das sein in einem roten Auto. Deswegen bin ich bei denen, bevor ich von Hamilton hier rausgemobbt werde. So, zumindest an einem Komma vorbei, glaube ich. Irgendwie, ne, der hat die... Oh! Da haben mich die Fliehkräfte aber ganz nach außen gedrückt, da hätte ich nicht so viel Gas geben dürfen. Na komm, nächste Runde gibt's DRS und dann kommen wir bestimmt an Ocon und auch noch an Elben vorbei. Ich mach mal meine Batterie jetzt an. Können wir vielleicht jetzt schon an Ocon vorbei? Hier bin ich diesmal. Hier bin ich. Du bleib schön da drüben. So, Bremspunkt erwischen. Sieht gut aus. Ich muss mich Elben unterordnen. Aber... In die nächsten Kurven. Wenn ich mich nicht drehe, sollte man ihn bekommen. Ja, das ist schön. Dann hoffe ich, dass ich im Sekundenfenster von Elben bin. Bin ich garantiert so nah, wie ich auf ihm sitze. Na komm. Lass mich vorbei. Sogar ohne DRS. Oh, er kämpft, er kämpft. Er hat verloren. Wir sind vorbei. Ist das nicht schön? Norris ist dann der nächste Kandidat, der überholt werden wird. Aber noch nicht hier. Vielleicht auf der langen Geraden vor der Start- und Zielgerade.
Oder gleich hier in der DRS-Zone. Na komm. So, meine Batterie muss unbedingt wieder aufladen. Ach, Norris hat selber DRS. Das ist dann problematisch. Wenn beide einen Vorteil haben, dann hat niemand einen Vorteil. Oh, wieso drehe ich mich denn immer in der Kurve? Das kostet doch immer Zeit. So, vielleicht echt dreckig, dieser Streckenabschnitt. Na, dann wird es hier passen, dass es gegen Ende anfangen soll zu regnen. Dann wird es hier schön mal wieder ordentlich sauber gemacht. Oh, diesmal habe ich in der DRS-Zone kein DRS. Da war Norris wohl paar Zehntel zu weit vorne. Na, kein Problem, wir kriegen in diese Runde. Ich bin davon überzeugt. Und Perez vielleicht gleich auch. Na, vielleicht nicht in der Runde, aber in einer der folgenden. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 2,1 Sekunden. Ja, ich sehe den anderen, das andere rote Pferdchen da vorne schon fahren, direkt vor Perez. Na komm. Oh, da. Da musste ich raus. Sonst wäre mein Auto wahrscheinlich kaputt gewesen, wenn Norris einfach reingefahren ist. Wieso fahrt ihr alle so weit außen? Die Innenbahn ist doch viel besser. Oh, so viel dazu. Aber wir hätten den Platz beinahe. Na, vielleicht können wir ihn behaupten. Wir haben jetzt die Innenbahn, das soll passen und wir haben DRS. So. Nur nicht seitlich in ihn reinfahren. Oh, er ist immer noch ganz. Oh, jetzt aber. Innenbahn. Oh, und das Überholmanöver ist komplett. Wir sind an Norris irgendwie vorbeigekommen. Immer diese staubige Stelle hier. Ich lern's auch nicht. Ich wette, da fahre ich mir heute noch einen Flügel ab. So, DRS wäre man wahrscheinlich nicht am. Oh, das ist abgekürzt. Das ist abgekürzt. Na gut, ich habe so weit verlangsamt, dass es keine Verwarnung gab, aber das macht man am besten nicht nochmal. Ne, Perez ist 1,7 Sekunden entfernt. Dafür kriegt man kein DRS in dem Sport. Und Norris kommt relativ weit ran, obwohl sein Flügel zu ist. Oh, hat er mich unter Druck gesetzt? Oh, hier auch staubig. Wieso ist die Strecke denn so dreckig? So, jetzt hat Norris wahrscheinlich DRS, ja. 0,35 Sekunden hinter mir. Da muss er es eigentlich bekommen. Ist aber so eine kurze DRS-Zone. Da konnte er nicht wirklich was davon haben. So, jetzt muss ich mich echt wieder auf mein eigenes Rennen konzentrieren. Die haben mich irgendwie so nervös gemacht, Perez und Norris, dass ich da den Kurven-Exit vor der Start- und Zielgeraden komplett versaut habe. Und das sieht hier doch wieder besser aus. Komm schön rum. Ist zwar nicht die Ideallinie, aber funktioniert für mich trotzdem relativ gut. Komm, 1,3 Sekunden auf Perez. Wäre doch gelacht, wenn wir den nicht jetzt demnächst schnappen. Vor allem, die haben da, glaube ich, mit. Ist das Hamilton oder Russell vor Leclerc? Sehe ich leider gerade nicht links in der Übersicht. Ich schätze, es ist Russell und Hamilton ist noch ein bisschen weiter vorne. Komm schön rum hier. Oh, nicht über das Würstchenkorb fahren. So, jetzt habe ich aber DRS, hoffe ich. Batterie ist auf jeden Fall mal an. Noch mehr ging nichts vom DRS. Doch, da kommt's. Und an mit dem. Komm schon. Alles an Batteriepower, was ich habe. Und Spätbremsen. Spätbremsen und Platz lassen. Außen ist er noch, aber ich glaube, wir haben es geschafft. So. Reife Leistung. Dankeschön. Und nochmal DRS. Und die schnellste Rennrunde. Du vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Um einige Sekunden. Na, das ist gar nicht so schlecht. Oh, Verstappen hat schon wieder so viel Vorsprung auf Alonso, wie es aussieht. Echt in der eigenen Welt, der Typ. Nein. Hab auf die Minimap zu lang geschaut und dann wieder meine Spurführung vernachlässigt. Weiß gar nicht, wie die echten Fahrer immer im Spiel auf die, nicht im Spiel, im realen Leben auf ihre Minimap schauen. Ich glaube, die haben gar keine. Obwohl manche schauen auf der
auf langweiligen Renn- oder Streckenpassagen auch mal gerne in die Bildschirme. Das könnte ich nicht. Ah ja, Russell ist ja direkt vor uns. So hätten wir es auch rausfinden können. Und die beefen sich, da komme ich jetzt nicht vorbei. Das ist Pech für mich. Aber auf hier diesem langen Streckenabschnitt komme ich zumindest an meinem Teammate vorbei. Wenn ich jetzt hier um die Kurve komme. Das sieht doch gut aus. Vielleicht kassieren wir Russell gleich auch. Oh, der hat so viel Abstand. Leclerc, lass mich vorbei. Ich bin auf einer anderen Strategie und ich bin viel schneller als du. So, wäre eigentlich Russells Kurve gewesen. Aber er hatte Platz. Und jetzt habe ich meinem Teammate vielleicht auch geholfen. Im Rückspiegel sehe ich zumindest, dass er wieder mit Russell kämpft. Und er hat verloren. Die Zeiten sind etwa eine Sekunde schneller als die deines Vordermanns. Ja, das ist gut, dann holen wir die ja irgendwann ein. Alonso wurde überholt von Hamilton. Ich weiß nicht, ob es jetzt erst passiert ist, doch sieht so aus. Ich habe nämlich unten in der letzten Runde fast sicher gesehen, dass Alonso hinter Verstappen bei uns war direkt. Ist egal, dann ist als nächstes eben der zweifache Weltmeister Alonso dran. Und dann, je nachdem wie man rechnet, der siebte Weltmeister Lewis Hamilton. Nicht der siebte, der siebenfache. Okay, danach müssen wir uns vielleicht eine neue Rennstrategie überlegen. Nach ich was? Ich habe einige Optionen für dich. Sieh auf deine was MFA denn jetzt schon wieder? Ich fahre doch ganz normal. Außer um Kurven. Kannst du mich das nicht auf einer Geraden nochmal fragen? Ich glaube, dafür ist noch Zeit. Was willst du von mir? Ja, okay, Runde 12. Die Reifen sind schon ziemlich abgeschrabbelt. Mehr als 5 Runden fahre ich darauf garantiert nicht noch. Schon. Nein! Das meinte ich mit abgeschrabbelt. Da hätte ich viel früher bremsen müssen, um die Kurve gescheit zu kriegen. Dir noch keine Sorgen zu machen. Alles okay. Das sagst du, aber es fährt sich so scheiße. Komm schon. Wir müssen uns rankämpfen. Nur so können wir heute gewinnen. Vor allem, wenn es später noch ein bisschen Chaos mit dem Regen gibt. Falls er überhaupt kommt, aber ich schätze mal. Es verzieht sich so langsam ein bisschen das schöne Wetter und es wird immer wolkiger. Ah, heute hat man noch keinen Safety Car. Na, beinahe hätte ich eins verursacht. Status Report. P4, du bist auf Position 4. Alonso liegt vor dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Russell liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2,4 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 4,2 Sekunden. Du hast 4 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. 22 Runden noch. So, so. Aber auch interessant, dass Alonso auf soften Reifen unterwegs war. Jetzt kann man es nicht wirklich mehr unterwegs nennen, weil die werden abgefahren sein wie sonst was. Ich glaube, der geht auch jetzt demnächst in die Box. Aber überholen können wir ihn ja trotzdem davor. So, dann einmal außen vorbei. Und als nächstes ist dann Hamilton an der Reihe. Also noch geht Alonso nicht in die Box. Das ist mutig. Vielleicht ist der aber auch einfach besser zu seinen Reifen. Mehrere Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so. Ja, das ist ja ungefähr der Plan in der Formel 1. Müssen zwar nicht mehrere Sekunden sein, da reichen auch ein paar Zehntel. Aber Abstand dazu gewinnen ist generell eine nice Sache. So, ui. Da war ich überambitioniert. Aber ich hol's wieder auf. Komm schon. Da wollte ich mal nicht reingrätschen. Batterie kommt aus für ein paar Runden. Die braucht man dann auf jeden Fall mit frischen Reifen. Und Verstappen ist auch in Schlagdistanz. Nur 4 Sekunden. Die müssen wir aufholen können. Na komm schon.
rum hier, du rote Gurke. Und jetzt bloß nicht hier in die Wand krachen. Oder ausrutschen. Ich glaube, diesmal habe ich es ganz diplomatisch gelöst. Nein, Würstchenkörb. Schön rumsliden und ich bin nicht im DRS-Fenster. So ein Mist. War irgendwie bei 1,1 Sekunden. Glaub, und da war mal am Messpunkt vorbei, ja. Sonst hätte ich es ja jetzt schon längst. Na gut, es gibt ja immer eine nächste Runde. Außer in der letzten Rennrunde, da gibt es dann keine nächste Runde mehr. Ah, jetzt habe ich DRS. Und Ziel ist eigentlich, dass mal rechts eventuell vorbeikommen. Nee, er verteidigt. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Oh, das finde ich gut. So. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, ich gewinne das. Ja. Und da sind wir vorbei. Nächstes Ziel, Platz 1. Ja. Boah. Reifenleben ist echt minimal noch vorhanden. Zumindest für mein Fahrstil. Da bräuchte ich schon ein bisschen mehr Grip. Oh, Hamilton kämpft sich zurück. Glaubt, der hat auch DRS. Da bin ich nicht schnell genug gefahren. Ja, so langsam fängt es echt an, hier mit den Reifen auch aufzuhören. Es fängt an, mit denen aufzuhören. Ist das nicht ein schöner Satz? Würde ich Episodentitel vergeben in diesem Format, würde ich die wahrscheinlich so nennen. Wenn ich mich dran erinnern würde. So, Batterien, nee, ich hatte sie gerade kurz angemacht, aber dann lass mal sie lieber aus. Verstappen fährt immer noch auf soften Reifen so schnell. Das ist ein krasser Typ. Der wird dann wahrscheinlich auf Medium zu Ende fahren wollen. Obwohl es dann regnet. Das könnte spannend werden. Vielleicht ist es ja kein schlimmer Regen. Ja, das werden wir alles sehen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,5 Sekunden. Tja, dann muss Leclerc halt schneller fahren. So, nächste Runde dann in die Box. Noch nicht am Ende von der hier, aber bei der drauf halt. Obwohl, wir kommen gerade schön ran an Verstappen. 1,9 Sekunden. Es wird ein wenig Regen geben. Vermutlich in etwa 15 Minuten. In 15 Minuten Regen. Okay, das ist tatsächlich dann in, keine Ahnung, 12 Runden, 10 Runden. Dann könnte ich ja eigentlich jetzt schon rein. Boxenstopp. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Dann können wir nämlich Verstappen noch schön undercutten. Es sei denn, der geht jetzt auch in die Box. Egal, wir versuchen's. Harte Reifen halten ja ewig. Also auch nicht so ewig, aber die Medium sind definitiv doof für meinen Fahrstil. Komm schon, ich bremse. Und Verstappen geht nicht in die Box. Er geht nicht in die Box. Das heißt, wir haben wirklich eine Chance, ihn zu undercutten. Wenn jetzt alles glatt geht. Ja. Richtig aufs Knöpfchen gedrückt. Und jetzt leuchtet grün. Los. Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser, als wir dachten. Ja. Habt ihr gut gemacht. Ach, ich habe nicht raus. Okay, ich komme in einer ganz guten Lücke raus. Zumindest hinter mir ist ein bisschen Platz und, ja gut, vor mir sind halt die Alpins. Die Alpinen, die wir noch überholen müssen. Ja, die müssen ja demnächst auch in die Box. Die sind alle auf soften Reifen. Wieso schonen die so gut? Ich habe sie auf Mediums kaum ausgehalten. Na gut, die sind auch gerade sehr langsam gefühlt damit. Okay, du bist auf P10. Gut, damit liegen wir in den Punkterängen. Ja.
Und die vor mir müssen alle noch stoppen. Nehme ich mal stark an. Wird mich sonst sehr überraschen. So. Nicht mit Gasly hier auf kurvigem Terrain prügeln. Wir warten einfach bis zur langen Geraden. Na, so langsam komme ich hier aber halbwegs ordentlich durch. Und Batterie an und dann hoffentlich auch DRS. Erfahren wir. Ja, kriegt man. Das gibt eine schöne schnelle Runde hier. Und ich glaube, Verstappen ist in der Box. Und ich gleich auch wegen Flügelschaden. Nee, hat geklappt. Aber mein Team könnte mir ruhig sowas auch noch sagen, wenn der ehemalige Race Leader in der Box ist. Er fährt wieder los, wir kommen vorbei. Das sieht gut aus. Elben, mach den Weg frei. Heiß und fettig. Ich glaube, wir haben. Da kommt er. Er ist gerade aus der Box gekommen. Der Undercut hat funktioniert. Aber viel Spiel war nicht. Eine Sekunde ist er hinter mir. Hui. Das heißt, wenn alle vor mir in die Box gehen, sind wir tatsächlich der Race Lead. Und das von Position 20. Zumindest bis der Regen nochmal das ganze Feld aufmischt. Oder ein Safety Car. Oder meine Unfähigkeit, die Frontflügel nicht zu beschädigen. So, Batterie aus für ein paar Runden. Die darf sich jetzt mal entspannen und schön aufladen. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,6 Sekunden. Oh, das ist direkt Verstappen. Der hat Elben schon gepackt. Mist. Und letzte Runde sage ich noch, ich komme hier gut durch. Oh je, Verstappen sitzt mir wieder im Knick. Das war keine gute Aktion von mir. Komm schon, sind die Reifen überhaupt warm genug? Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Ja, ich habe sowas befürchtet, dass Verstappen sowas macht. Das kann ich nicht, nicht bei meinem Verschleiß. Und gleich ist die Hälfte des Rennens rum und wir haben uns schon schön vorgekämpft. Wieso ist es in den anderen Rennen nicht so gut gelaufen? Statusreport. P6, wir sind auf P6. Das da vorne ist Norris. Hol dir seine Platzierung. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Verstappen liegt hinter dir. Wir führen vor dem Auto hinter uns mit 1,8 Sekunden. Okay, der Abstand zum Führenden beträgt 9,8 Sekunden. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Noch 16 Runden. Na, das sieht doch gut aus. Man merkt aber bei dem McLaren und bei denen, die vor uns sind, dass die Reifen echt alt sind. Ich meine, das sind die Top-Fahrer. Wir hatten unseren Boxenstopp und sind eigentlich schon dran an deren Airlines. Das heißt, wir haben praktisch einen Boxenstopp gut auf die. Das ist gar nicht so schlecht. Die hätten mal früher in die Box kommen müssen, aber ich glaube, die wollen halt irgendwas mit den harten Reifen da noch retten. Weiß zwar nicht, was zu retten gibt. Muss ich ja auch nicht wissen. Komm, die müssen aber jetzt eigentlich auch in die Box gehen. Deswegen muss ich eigentlich gar nicht so drauf bestehen, hier vorbeizukommen. Ne, Leclerc, ich lass dir Platz. Darfst du schön in deine Box fahren. Russell fährt definitiv in die Box. Und die anderen auch. Charles in der Boxengasse. Nur noch Hamilton vor uns, so wie es aussieht. Er ist aber ordentlich weit weg. 6 Sekunden. Hat natürlich auch noch keinen Boxenstopp gemacht. Das wird wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Runden passieren und dann wird er sich ärgern, wie weit hinten er ist. Na komm, schön bremsen. Charles kommt für seinen Stopp rein. Habt ihr mir doch schon gesagt. Kann ja nicht zweimal reinkommen. Komm schon, Batterie, lade dich auf. Weiß nicht, wann ich dich das nächste Mal brauche.
Na, und jetzt kommt nochmal der schwierige Teil hier. Linksbeiner der Flügel abgewiesen. Und Hamilton wird echt langsam. 3,6 Sekunden, 3,7. Ich glaube aber, der kommt diese Runde rein. So viel Leben dürften seine Mediums gar nicht mehr haben. Oder er will halt das Umgekehrte von Verstappen machen. Lange auf Mediums und dann auf Softe kommt der rein. Ja, er ist reingekommen. Das heißt, wir nehmen das, was uns zusteht. Und zwar die Rennleitung. Die Rennführung, den ersten Platz. Race Lead, irgendwie sowas. Ja, komm schon. Mensch, freue ich mich auf den Saisonauftakt nächste Woche. Das wird schön. Bis jetzt weiß ich noch nichts, außer dass Red Bull relativ gut aussieht. Wer hätte das gedacht? Aber das wird im ersten Rennen entschieden. Zur Not mit Fäusten, wenn es denn sein muss. Sieht so aus, als käme der Regen. Wir erwarten ihn in etwa 5 Minuten. 5 Minuten bis zum Regen. In 5 Minuten schon Regen. Gerade läuft so gut für mich. Danach rutsche ich nur. Komm schon, ich will zumindest diese Vize-Weltmeisterschaft mit meinem Custom-Regeln gewinnen. Eigentlich wollte ich ja Meister werden, aber Verstappen hat es mir nicht vergönnt. Ich sollte echt aufpassen, wie ich Kurven nehme. Sonst ist ratzfratz der Flügel ab. Ratzfatz? Ratzfratz war das Pokémon. Verstappen fliegt hinter mir aber wieder. Was hat der denn gefrühstückt? Beziehungsweise gesnackt in seiner Box. Ich glaube, wir stoßen demnächst auf einen zu überrundenden, wenn es nicht davor anfängt zu regnen. Na, der ist doch noch ein bisschen weiter weg als gedacht. Ah, die harten Reifen fahren gerade extrem angenehm, fährt sich's gerade damit. Ich glaube, damit kann ich noch eine Bestzeit machen. Wenn die Batterie voll ist, sollte man das mal anpeilen. Vor dem Regen am besten auch, weil im Regen ist eh alles viel langsamer. Dann machen wir es vielleicht doch nächste Runde. Ich gebe mein Bestes. Hab zwar nicht so viel Batterieladung, aber... Na, aktuell können wir es vielleicht auch schon schaffen, sehe ich gerade. Komm schon, einfach rum hier. Möglichst schnell. So, nirgends anecken. Leichter Dreher. Ah, nur ganz leicht. Schön rum. Haben zumindest eine halbe Sekunde auf Verstappen rausgefahren. Ich mache die Batterie jetzt an. Sektor 2 war scheiße. Dann hätte ich mir die Batterie sparen sollen. Aber mit bisschen Glück macht man noch mal eine schnellere Rennrunde. Ja. Glück allein hilft nicht, da hätte ich auch ein bisschen Talent gebraucht. Naja, schauen wir mal, was wird. Ausgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit. Sehr gut. Halbe Sekunde schneller, wenn ich das richtig jetzt mir gemerkt habe. Dann war es doch eine gute Entscheidung, weil wenn es regnet, ist wie gesagt vorbei mit dem Schnellfahren. Zumindest schnell vorwärts geht es dann nicht. Es geht nur schnell abseits von der Piste. Okay, mein erster Sektor war gar nicht so gut. War schlechter als meine persönliche Bestleistung. Gut, wenn man die schnellste Runde hat, dann ist viel schlechter als die persönliche Bestleistung. Aber er war zumindest nicht besser als die persönliche Bestleistung. Sondern dann stand da mindestens ein grüner Sektor. Dann hätte man vielleicht noch mal einen Tick schneller fahren können. Dachte am Anfang, das läuft ganz gut, aber
der Timing-Screen sagt was anderes, dann wollen wir dem mal Glauben schenken. Mensch, es wird echt immer wolkiger. Noch sehe ich aber keine Tropfen, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Komm schon rum. Und dann dürfen wir natürlich nicht ausrutschen, wenn es gerade ein bisschen regnet. Vielleicht müssen wir aber auch gar nicht in die Box und auf Intermediates wechseln. Obwohl, was sich da so anbraut, sieht schon ernsthafter aus. Naja, das werden wir sehen. Wetterbericht. Wir denken, es wird nicht länger trocken bleiben. Der Regen wird jeden Moment einsetzen. Sei vorsichtig. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Na gut. Glaub mir mal unserem Ferrari-Renningenieur. Also, Tropfen sehe ich noch keine. Die Runde sind wir auf jeden Fall noch sicher. Halbwegs, wenn ich keinen sonstigen Scheiß baue. Und dafür bin ich eigentlich auch bekannt. Verstappen hat wieder halbe Sekunde aufgeholt auf mich. War vielleicht doch ein Fehler, so früh reinzukommen auf harte Reifen. Weil einmal stoppen werde ich müssen. Egal, ob es jetzt für Intermediates Regenreifen oder neue harte Reifen ist. Beziehungsweise neue Medium-Reifen dann. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Statusreport. Du führst das Feld an, P1, Verstappen hinter dir. Abstand zum hinteren hören. Auto. Auto hinter dir, 4,1 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Es sind noch 10 Runden zu fahren. Ja, ich habe befürchtet, dass du das sagst, dass ich keine Reifen mehr wechseln soll. Naja, vielleicht bleibt es auch nur auf dem Level bewölkt. Wäre auch nicht schlecht. Wir haben auf jeden Fall die Track Position. Vielleicht fahre ich ja noch 12 Sekunden raus, dann haben wir einen Boxenstopp rausgefahren. Das würde ich aber bezweifeln. Schön hier nicht sliden. Auch nicht zu langsam fahren, das war viel zu langsam. Da muss ich mich nicht wundern, wenn Verstappen dann wieder so viel aufholt. Komm schon. Und vor uns ist einer, den ich überrunden kann. Frag mich, wer das ist. Das sieht aus wie nicht die Alpines. Wer ist das denn? Oh, ich habe den Namen vergessen. Haas sehen anders aus. Das sind die Grauen. Was ist denn hier dunkelblau? Oh, Regentropfen. Da kommen sie. Und der Regen setzt ein. Jetzt sind wir an der Box vorbei. Das heißt, am Anfang macht es eh noch keinen Sinn, so wirklich auf Intermediates zu setzen. Im Moment fahren wir die richtigen Reifen. Ja, ihr lasst mich einfach wissen, wann wir wechseln sollen. Und ich passe jetzt ein bisschen auf. Weil jetzt den Rennsieg zu verschenken, wäre einfach dämlich. Oh, wieso fällt mir der Name von dem Team nicht ein, was Tsunoda gerade hat? Boah. Winterpause ging zu lange, ich habe gerade keine Ahnung. Das Wetter wird sich für mindestens 10 Minuten weiter verschlechtern. Oh. Ein paar Infos zu Ricardo. Ricardo ist draußen. Wenn es jetzt ein Safety Car gibt, habe ich ein Problem. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Boah, und grüne Flaggen voraus wieder. Boah, ich komme echt nicht auf das Team. Ist egal, werde ich nachher. Mir fällt es bestimmt wieder ein, wenn die Aufnahme hier vorbei ist. Ist mir noch nie passiert. Das sage ich überraschend oft.
so, Verstappen kommt wieder ein bisschen ran, aber der wird auch irgendwann wahrscheinlich wieder zum Reifen wechseln müssen. Wäre die Frage nur, ob wir jetzt den Call machen? Nee. Nee. Da warten wir noch eine Runde. Intermediates aufziehen. Okay, beim nächsten Boxenstopp ziehen wir dir Intermediates auf. Bevor sie mich mit Regenreifen versorgen. Oder nochmal mit harten Reifen. Oh, das geht ganz langsam jetzt. Wir hätten reinkommen sollen. Wir hätten definitiv schon reinkommen sollen. Aber Verstappen war, glaube ich, auch nicht drin. Alles klar, wir sind jetzt kurz vor dem Wechselpunkt. Bleib draußen, wenn das Tempo passt, aber komm in die Box und lass die Intermediates aufziehen, sobald du die Grenze erreichst. Das ist halt gerade die Frage, was die Rundenzeiten denn so sind. Ich hätte hier gerne irgendwie eine Übersicht noch meinen. Okay, auf der NFA findest du eine brandneue Rennstrategie. Sieh sie dir mal an. Ist angekommen, bestätige. Okay, die wollen, dass ich jetzt auf Intermediates gehe. Glaubt, das ist der richtige Call, so wie es gerade shift. Ja, ERS ist deaktiviert, dann ist die Strecke wirklich nicht mehr in dem Zustand für harte Reifen. Nicht für harte, für Slick-Reifen, für trockene Reifen, für Schönwetterreifen. Das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS ist offline. Ja, aber ich habe hier noch meine gute alte Batterie, die mir hier zumindest ein bisschen was hilft. Muss natürlich deutlich früher bremsen wegen dem Regen. Und ab mit uns in die Box. An einigen Wagen wurden Intermediates montiert. Komm an die Box und lass deine Reifen wechseln, falls du es wegen der Witterung für nötig hältst. Ja, ja. Ob die anderen kommen jetzt auch, Alter. Fahr raus, fahr jetzt raus. Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Dankeschön, ich bin auch zufrieden. War zwar keine McLaren-Höchstleistung von 1,7 Sekunden, aber bei dem Wetter kann ich auch verstehen, dass man sich eine Sekunde extra Zeit nimmt. Kann ja ein bisschen den Regen genießen. Leclerc ist auch in der Boxengasse. Oh ja, das fährt sich deutlich besser wieder. Halbwegs. Auf jeden Fall besser als mit harten Reifen. Nicht so gut wie ganz ohne Regen. Ich glaube, wir haben es rechtzeitig gemacht. Wer dümpelt denn da vor uns eigentlich rum? Sind die auch schon auf Intermediates? Ich glaube, die waren gerade in der Box, als ich reingekommen bin. Ja, das ist auf jeden Fall ein Tsunoda. Im Alpha Tauri, das war's. Ja, es ist wieder eingefallen. Nachdem ich das Auto gesehen habe. Hatte. Würstchenkörb muss man doch ausweichen. So, und Batterie ist beinahe voll. Dann kriegen die ja die blaue Flagge hier gleich gewunken, dass ich vorbei darf. Schlusslicht überholen. Oh, so würde ich es auch nennen. Beinahe wäre der Flügel weg gewesen. Na gut, da habe ich aber ordentlich dazwischen gegrätscht. So sauber war das von mir nicht. Ah, ich glaube, die Alpha Tauris werden wieder umbenannt in sauber. Oder waren es die Alpines? Oh, ich hätte vielleicht Abstand doch mal hinter uns. 7, zumindest die Memes Sekunden verfolgen sollen, dann vergesse ich sowas nicht. 5 Runden müssen wir das noch durchhalten. Und eventuell müssen wir noch auf volle Regenreifen wechseln. Und das rechtzeitig. Aber Verstappen kann im Regen anscheinend auch nicht so gut fahren. Der verliert immer mehr Zeit auf mich. Statusreport.
Du bist auf dem ersten Platz und führst das Feld an. Verstappen, das kann ich immer wieder hören. Abstand zum Auto hinter uns, 7,3 Sekunden. Nein, 8,2. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Noch 6 Runden. Um hier. Boah. Also so wirklich die Kurve kriegen tue ich ja auch nicht. Nicht bei den Wetterbedingungen. Wieso sind da lila Flaggen oder waren das wieder blaue Flaggen, die warum auch immer da noch leuchten? Keine Ahnung. Galt bestimmt nicht uns. Oh. Muss jetzt echt mich in den Kurven zusammenreißen. Sonst wird das ja auch nichts. Wetterbericht. Wetterbericht. Nuschel ich heute so. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. Bist ihr da sicher? Ich rutsch so viel. Interessant, dass es bis jetzt noch keine Safety Car gab auf der Strecke. Die darf vor allem Miami mit den engen Dingern. Naja. Haben wir uns heute alle zusammengerissen, zumindest bis jetzt. Und ab jetzt wird's richtig langsam. Schon irgendwie rum. Hier natürlich wieder aufpassen. Boah. Die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 8,4 Sekunden. Ja, wie auch immer wir geschafft haben, die noch weiter auszubauen. So wie ich hier rumrutsche, wie so grüne Flagge. Was ist hier passiert? Ich glaube, da scheidet noch ein Haas aus. Hoffentlich nicht Hülkenberg. Vollgas. Magnussen ist ausgeschieden. Virtuelle Safety Car, Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta halten. Ich gebe mein Bestes. Ich bin kein Freund von... Langsamer werden. Ja, dein ja. Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Hab ich doch gemacht. Ich bin kein Freund von virtuellen Safety Car. Die sollen, wenn, dann schon ein richtiges schicken. Das ist mehr Action, vor allem danach. Ein virtuelles Safety Car ist einfach langweilig. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. VSC endet, gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Zum Glück haben die Marshals alles rechtzeitig wegräumen können und es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Ja, vielleicht schwemmt das gerade auch alles weg. Das könnte natürlich auch sein. So. Denk aber, dann fahren wir mit Intermediates zu Ende. Glaub nicht, dass es Sinn macht, auf volle Regenreifen zu wechseln. Ja, komm. Die Kurve, da bin ich echt unbrauchbar. Generell bei dieser Ansammlung, dem Rudel an Kurven. Im Moment fahren wir die richtigen Reifen. Oh oh. Glaubt, der will bald auf Regenreifen wechseln. Auf Fullwets, auf die blauen. Weiß nicht, ob ich da mitmache. Die Batterie ist gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Ja, hab ich jetzt tatsächlich mal vergessen. Vor allem, weil es läuft ja gerade ganz gut. Aber auf den Geraden kann man das natürlich machen. Ansonsten auch, aber dann rutsche ich ja nur mehr. Das bringt dann auch keinen was. Vor allem mir bringt das dann nichts.
Komm schon. Schön rum hier. Ich habe immer noch nie drauf geachtet, was denn meine Rundenzeiten jetzt sind. Ich bin mir ziemlich sicher, man kann das in den UI- oder HUD-Einstellungen anpassen, dass man die Zeit da sieht von der aktuellen Runde. Habe ich aber nicht gemacht und jetzt leide ich darunter. Weil ich schätze mal, sind schon so mindestens 10, 20 Sekunden langsamer als meine beste Zeit. Obwohl, ich bin hier, ja, ich versuche diesmal dran zu denken. Ist halt so ein kurviger Segment dann wieder auf der Startzielgeraden, da schaue ich nicht unbedingt hin. So, jetzt auf jeden Fall Batterie, volle Power. So, beinahe 10 Sekunden von Verstappen weg, dann weiß der mal, wie sich das anfühlt. Nicht so gut, würde ich mal behaupten. So, na, so viel langsamer sind wir gerade noch nicht. Gerade sind es 5 Sekunden langsamer. Und die Start- und Ziellinie ist gleich hier. 10 Sekunden langsamer sind wir. Das ist echt noch nicht so viel. Das habe ich krasser vermutet. Vor allem, weil es so rutschig ist. So, das ist jetzt die vorletzte Runde. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 9,7 Sekunden. Ja, und da bleibt er hoffentlich auch. Ich brauche hier keine böse Überraschung mehr im Popcorn-Eimer, wie man so schön sagt. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ist gut, ich fahre nur noch eine. Und Sergeant, beinahe wäre ich keine mehr gefahren. Weniger auf Sergeant und Stroll schauen. Mehr darauf achten, nicht in die Wand zu düsen. Nicht jetzt. Ja. Hier müsste man am besten noch eine Handbremse ins Formel 1 Auto einbauen, damit man so schön rumdriften kann um die Kurve, wenn man es mal vermasselt hat. Das hätte mir gerade enorm geholfen. So, habe ich DRS durch die 2? Ich glaube nicht, ich bin noch zu weit weg. Na egal, ich nutze mal das volle Potenzial meiner Batterie. Sonst beschwert sich nur wieder mein Renningenieur. So, und rum hier. Naja, blaue Flaggen gibt's auch. Beziehungsweise lila Flaggen. Und okay, der macht schon Platz. Na ja, gut. Hey, blaue Flagge. Oh, der hätte beinahe in mich reingebremst. Das hätte ihm aber Punkte gekostet. Vor allem auf seiner Rennfahrerlizenz. Das wäre eine schöne Strafe geworden. Einfach auf der Ideallinie hier halb anzuhalten. Auf der Racing Line. So. Es gibt jetzt noch ein paar gefährliche Stellen. Wenn wir die überwunden haben, sind wir Rennsieger. Falls wir nicht schon längst wieder disqualifiziert worden sind und keiner hat mir Bescheid gesagt. Ich glaube aber, diesmal passt's. Diesmal habe ich ein ganz gutes Gefühl. Hatte ich letztes Mal zwar auch. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber ab und zu kann es ja mal backen. So. Noch einmal schön am Würstchenkorb vorbei, hier rechts. Sehr schön. Der ist meinem Auto heute nicht besonders gefährlich geworden. Oh, und Batterie. Volle Pulle auf und dann ist unser Auto überraschend heil. Ich glaube, das habe ich noch nie geschafft. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 8,7 Sekunden. Ja. Die holt er jetzt nicht mehr auf. Wenn es keinen Motorschaden gibt bei mir. Na, ich glaube nicht.
wollen wir mal nicht das Schlimmste an die Wand malen. Und gewonnen. Diesmal hoffentlich wirklich. Gut gemacht. P1 für uns. Weiter so. Ah, sehr schön, sehr schön. So, dann habe ich aber hoffentlich nochmal meine Siegerehrung. Und ich wette, damit ist es, oder ich würde sagen, damit ist es geklärt. Ich bin Vize-Weltmeister. Verstappen ist unaufhaltsamer Weltmeister. Ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Jeder Fahrer muss. Interessant, bei der Siegerehrung regnet es nicht mehr. Dafür war wohl kein Budget drin. Dass sie sich an die Spitze kämpfen konnten. Er hat den Grip nicht verloren, immer die Ideallinie gefunden und war dazu noch selbstbewusst genug, um aufs Gas zu steigen. Dadurch konnte er heute den ersten Platz erkämpfen. Ja, das sehe ich anders, aber danke für die schmeichelnde Worte. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Da kann Verstappen nicht mehr lachen. Aber schön, dass Alonso auch noch auf dem Podium ist. Yay! Vize-Weltmeister, wuhu! Erstmal hier schön mein Renningenieur oder mein Automechaniker schön einduschen. Ach, das sieht immer so lecker aus. So, Podiumpass braucht man natürlich nicht. Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Carlos Sainz ist meine erste Wahl für dieses Rennen. Er hat eine exzellente Ausdauer gezeigt, die es ihm ermöglicht hat, sich bis ganz nach vorn zu kämpfen. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau, und da schließe ich mich an. Das war das letzte Rennen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und eventuell bis zur nächsten Winterpause, wenn ich das denn nochmal mache. Bis dann, habt eine gute Zeit.